Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Vorlesung. Es ist die letzte in dieser Reihe Einführung in die politische Philosophie. Und in dieser heutigen letzten Sitzung machen wir ein sehr grundsätzliches Thema der politischen Philosophie, nämlich wir befassen uns mit dem Phänomen der Macht. Macht ist ja vielleicht das Zentralkonzept der politischen Philosophie schlechthin. Es geht im Politischen wesentlich darum, welche Art von Einfluss, welche Art von Herrschaft, von Gewalt, von Zwang Menschen über andere Menschen ausüben und wie das gegebenenfalls gerechtfertigt werden kann. Und deshalb war Macht auch in den vorangehenden Sitzungen mehr oder weniger durchgehend Thema. Wenn die antike Philosophie verschiedene Staatsformen diskutiert, dann befasst sie sich natürlich mit Machtstrukturen. Wenn Spätantike und Mittelalter das Verhältnis von weltlicher und geistlicher Herrschaft klären, dann thematisieren sie Machtbeziehungen. Die klassischen Vertragstheorien wollen herausfinden, wie das Machtmonopol des Staates zu rechtfertigen ist. Liberalismus und Anarchismus wägen zwischen der Freiheit der Bürger und den Machtbefugnissen des Staates ab. Sozialismus und Marxismus interessieren sich für ökonomisch fundierte Machtverhältnisse. Moderne Vertragstheorien fragen nach der Gestalt staatlicher Institutionen, die teilweise Gewalt und Zwang ausüben können. Und die Diskurstheorie gründet den Staat auf herrschaftsfreie Kommunikation, sodass also auch staatliche Gewalt und staatlicher Zwang grundsätzlich zustimmbar sein müssen. Das heißt, Machtbeziehungen unterschiedlichster Art waren in fast allen bisherigen Sitzungen zumindest implizit gegenwärtig. Und deshalb werden wir auch heute gelegentliche Rückgriffe auf diese älteren Ansätze vornehmen, was ganz schön ist, weil die Vorlesung sich damit ein bisschen abrundet. Aber dennoch ist das Thema noch nicht ausgereizt. Vor allen Dingen hat es immer noch Sinn zu fragen, was Macht eigentlich ist. Welche Art von zwischenmenschlicher Beziehung stellt sie dar? Ist das eine anthropologische Konstante? Wie ist sie in gesellschaftliche Strukturen eingelassen? Kommt sie vielleicht in noch ganz anderen Gestalten vor als in der üblichen staatlichen Zwangsgewalt? Gibt es Macht in viel versteckteren, vielleicht in ganz neuartigen Formen? Und das hat großes Interesse in der modernen Philosophie hervorgerufen. Dafür gibt es vielleicht zwei Hauptgründe. Zum einen gibt es ja wichtige Disziplinen, die für derartige Fragestellungen sensibilisieren können und hilfreiche Antworten bereithalten können. Und die haben sich erst in den vergangenen 100 Jahren entwickelt zu wirklichen Wissenschaften. Vor allen Dingen Psychologie und Soziologie sind ja relativ jung. Zweitens, es kann ja durchaus sein, dass Macht selbst sich mit der Zeit verändert. Dass sie in modernen Gesellschaften zumindest manchmal in anderer Form auftritt als in früheren Gesellschaften. Deshalb steht man teilweise vielleicht auch vor neuen Phänomenen, die ganz neue Bearbeitung bedürfen. Was wir aber für so eine Diskussion zunächst mal brauchen, ist ein Grundverständnis dessen, was Macht überhaupt ist. Ein sicherlich breites Verständnis, damit wir auch versteckte und neue Formen von Macht darunter fassen können, aber eben auch eine gewisse Eingrenzung dessen, was wir mit Macht meinen können, sonst wird die Betrachtung uferlos. Hilfreich wäre also zunächst einmal irgendein Minimalbegriff von Macht. Eine Definition von Macht, die weit genug ist, um auch subtile und moderne Machtgestalten zu erfassen, aber auch scharf genug, damit wir das Phänomen einigermaßen abgrenzen können. Und dabei hat es den Anschein, dass der Machtbegriff zwei Hauptkomponenten enthält. Die machen seine Verwendung wesentlich aus. Erstens, Macht hat immer den Charakter eines Könnens, eines Vermögens. Macht bezeichnet nicht erst das tatsächliche Tun, sondern schon die Fähigkeit. Nicht erst die Realisation, sondern schon die Potenz. Man kann ja Macht haben, ohne sie zu gebrauchen. Macht ist immer eine Möglichkeit, ein Potenzial. Das bestätigt sich sofort, wenn wir an übliche politische Machtformen denken, insbesondere an die Macht des Staates, also die herkömmliche staatliche Zwangsgewalt. Die besteht ja nicht erst in der tatsächlichen Ausübung von Gewalt bzw. Zwang selbst, sondern schon in der bloßen Fähigkeit zu Gewalt bzw. Zwang. Und dieser Aspekt der Fähigkeit, der Möglichkeit, wird zuweilen mit dem Schlagwort Power to bezeichnet. Power ist das englische Wort für Macht und Power to soll genauer diese erste Komponente im Machtbegriff bezeichnen, diese Komponente des Könnens, des Vermögens zu etwas. Und wie wichtig diese erste Komponente im Machtbegriff ist, zeigt sich darin,
dass sie in vielen Sprachen etymologisch direkt im Machtbegriff drin steckt. Oft steckt im jeweiligen Wort für Macht nämlich der Wortstamm von Können. Im Griechischen ist Macht Dynamis und das Verb Dynamai heißt Können. Im Lateinischen ist Macht Potentia, da ist das Verb Posse drin, Können. Aus dem Lateinischen hat sich dieser Bezug in die romanischen Sprachen übertragen. Im Französischen ist Macht Pouvoir und das Verb Pouvoir heißt Können. Im Englischen heißt Macht Power, das kommt auch vom Lateinischen Potentia. Dazu haben die Engländer kein ursprüngliches Verb, bei denen ist das einfach Can, Können heißt einfach Can. Aber sie haben immerhin Ableitungen. To Power heißt betreiben, mit Energie versorgen. To Empower heißt befähigen, ermächtigen. Diese Bezüge sind auch in nicht-romanischen Sprachen gegenwärtig. Im Russischen heißt Macht Moch und das Verb Moch heißt Können. Und im Deutschen ist es auch so. Das deutsche Wort Macht hat im Wortstamm den Stamm von mögen. Und zwar nicht im Sinne von gern haben, sondern im Sinne von vermögen können, wie in möglich. Auch ein Vermögen im Sinne von Geldmitteln kommt ursprünglich von Vermögen im Sinne irgendeiner Fähigkeit zu etwas. Macht meint aber nicht irgendein Können. Nur weil man laufen oder reden kann, hat man noch keine Macht. Macht bezeichnet eine speziellere Fähigkeit. Macht ist ein besonderes Können. Nämlich, sie ist das Vermögen, andere Dinge oder Wesen dem eigenen Willen folgen zu lassen. Macht ist die Potenz, Naturgegenstände zu verändern oder sogar hervorzubringen. Macht ist die Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen oder sogar zu bestimmen. Und diese zweite Komponente wird meist mit dem Titel Power Over bezeichnet. Mit Macht kann man nicht nur etwas, sondern man hat immer ein Vermögen über etwas oder jemanden. Zum Beispiel verleihen Naturwissenschaft und Technik Macht über Naturdinge. Und diese Macht gilt seit der Aufklärung als wesentlicher Vorzug der modernen, empirischen, experimentellen Wissenschaft und ihrer Anwendungen. So sagt eben Francis Bacon, Wissen ist Macht. Oder genauer heißt es eigentlich, menschliche Wissenschaft und menschliche Macht fallen in eins zusammen. So heißt das Zitat eigentlich. Oder René Descartes sagt in diesem Sinne, durch die Wissenschaften werden wir Meister und Besitzer der Natur. Maître et possesseur de la nature. Vor allen Dingen aber leihen bestimmte Positionen in der Gesellschaft Macht über Menschen. Das ist die speziell politische Dimension von Macht, die uns hier interessiert. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass man sich gegen den Willen der anderen durchsetzt. Macht kann auch in der Fähigkeit liegen, den Willen mit Zustimmung der anderen zu verwirklichen. Insbesondere in der Fähigkeit, diese Zustimmung überhaupt erst zu bekommen. Aber zumindest gehört zur üblichen politischen Macht auch die Fähigkeit, gegebenenfalls gegen den Willen der anderen zu handeln. Insbesondere die übliche Zwangsgewalt des Staates besteht wesentlich darin, der Staat erlegt uns Steuern auf, auch gegen unseren Willen. Der Staat bestraft Verbrecher meist gegen ihren Willen. Meistens. Und beide Komponenten zusammen finden sich in einer bekannten und noch immer gern zitierten Machtdefinition von Max Weber. In seinem Hauptwerk Wirtschaft und Gesellschaft definiert er, Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Und Sie sehen hier in dem Konzept der Chance haben Sie die erste Komponente, Power to. Es geht um ein Können, eine Fähigkeit, nicht erst der tatsächliche Vollzug, auch schon die Möglichkeit ist Macht, egal worauf sie beruht. Und in dieser Formulierung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, da haben Sie die zweite Komponente, Power over. Und dabei redet Weber hier nicht von dieser wissenschaftlich-technischen Macht über Naturdinge, sondern er redet nur von politisch-sozialer Macht über Menschen. Es geht darum, andere Menschen dem eigenen Willen folgen zu lassen. Und genauer ist das auch schon ein bisschen enger gefasst. Diese Definition verlangt ja, dass man es nicht nur mit Zustimmung kann, sondern gegebenenfalls auch gegen Widerstreben. Das werden wir uns gleich noch einmal ein bisschen ansehen. Und gerade aufgrund dieser zweiten Komponente hat Macht immer etwas zumindest Zwiespältiges an sich. Andere Menschen dem eigenen Willen folgen zu lassen, ist ganz sicher keine ganz harmlose Angelegenheit. Vielleicht ist es gerechtfertigt, vielleicht ist es notwendig,
Aber tendenziell gefährdet ist natürlich die Autonomie des anderen Menschen und möglicherweise korrumpiert es den Charakter des Machthabers. Und das ist ein bekanntes Thema in Mythologie und Literatur. Und dort wird diese fragwürdige Komponente der Macht ja oft im Bild eines Ringes gefasst. Und das ist nicht nur bei Tolkien so, im Herrn der Ringe, sondern das finden Sie auch in der alten germanischen Mythologie, im Ring des Nibelungen. Davon hat Tolkien sich ja auch inspirieren lassen. Sie finden es auch bei den alten Griechen. Bei Platon gibt es eine Erzählung vom Ring des Gyges. Und das ist auch so ein Ring, der eine gewisse Macht verleiht und sehr zwiespältig ist. Er droht den Charakter zu verderben. Und diese Auffassung finden Sie auch in der Philosophie. Manche sagen, Macht sei an sich etwas Böses, etwas in sich Schlechtes, dessen Bosheit unvermeidlich immer wieder durchbricht. Es bringt Unheil über andere und es verdirbt den Träger. Jakob Burckhardt zum Beispiel hat geschrieben, und nun ist die Macht an sich böse, gleich viel, wer sie ausübe. Sie ist kein Beharren, sondern eine Gier und eo ipse unerfüllbar, daher in sich unglücklich und muss also andere unglücklich machen. Auch der gesamte Anarchismus ist skeptisch gegenüber der Macht, zumindest gegenüber der üblichen politischen Herrschaftsmacht. Augustinus ist skeptisch gegenüber der Macht. Der Mensch sollte nach Gottes Willen eigentlich nie über andere Menschen herrschen, sondern nur über Naturdinge. Das Streben des Menschen nach Macht ist eine Folge der Sünde. Und das wird erst aufhören, wenn das weltliche Reich untergeht. Es gibt auch vereinzelte Gegenstimmen, denen zufolge Macht sogar an sich gut sei. Etwas Kreatives, etwas Schöpferisches, eine Urkraft des Lebendigen. Nietzsche etwa schreibt, wo ich Lebendiges fand, da fand ich Willen zur Macht. Nur wo Leben ist, da ist auch Wille, aber nicht Wille zum Leben, sondern Wille zur Macht. Das schreibt Nietzsche. Aber meist dominiert zumindest eine gewisse Skepsis gegenüber der Macht. Vor allem, wenn sie tatsächlich gegen den Willen anderer operiert. Und manchmal auch, wenn sie den Willen der anderen lediglich formt. Sie steht dem Missbrauch offen, sie bedarf der Zügelung, sie hat vielleicht eine gefährliche Eigendynamik, sie ist wohl bestenfalls ein notwendiges Übel. Dieser Minimalbegriff von Macht ist ziemlich weit, der lässt Spielraum für unterschiedliche Formen von Macht und das hat man interessanterweise auch recht früh erkannt. Schon in der Antike wird erwähnt, dass es zwei Hauptgestalten solcher Macht gibt. Erstens, Macht kann als Herrschaftsmacht auftreten, lateinisch potestas. Macht in diesem Sinne ist vor allem die Fähigkeit, Gewalt oder Zwang auszuüben. Sie ist die Möglichkeit, fremde Vorhaben zu blockieren, direkt oder zumindest zu sanktionieren. Solche Macht kann ein Einzelner im zwischenmenschlichen Bereich haben, aber natürlich ist damit insbesondere die staatliche Macht gegenüber den Bürgern angesprochen. Und ganz sicher erfüllt diese erste Hauptgestalt von Macht die zwei Bedingungen Power to und Power over. Das ist erstens eine Fähigkeit, nicht unbedingt schon ein Tun, eine Fähigkeit. Und zweitens, sie ermöglicht es, andere Menschen dem eigenen Willen folgen zu lassen. Und zwar hier genauer gegen den Willen dieser anderen Menschen. Man hält sie entweder unmittelbar durch Blockaden davon ab, ihr Vorhaben durchzusetzen, mit Gewalt. Oder man droht ihnen zumindest indirekt mit Sanktionen, wenn sie ihre Wünsche umsetzen sollten. Das ist dann Zwang. Und sicherlich ist das auch durch die Definition von Weber abgedeckt. Solche Herrschaftsmacht ist eine Chance, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Ist vielleicht nicht die einzige Chance, das zu tun, aber zumindest eine Variante davon. Und solche Herrschaftsmacht ist natürlich eine zentrale Erscheinung im politischen Bereich. Daher geht es in klassischen Texten zur politischen Philosophie oft ausdrücklich um sie. Etwa in der antiken Staatsformendiskussion, im klassischen Kontraktualismus, im modernen Kontraktualismus. Und bis heute ist es eine zentrale Frage, wer kann, darf, soll solche Herrschaftsmacht haben? Wie kann, darf, soll diese Herrschaftsmacht genauer aussehen? Macht kann aber auch in ganz anderer Gestalt auftreten, nämlich als Überzeugungsmacht, lateinisch auctoritas. Und Macht in diesem Sinne ist die Fähigkeit, andere Menschen für die eigenen Ziele zu gewinnen. Hier geht es nicht mehr darum, fremde Pläne zu vereiteln oder zu bedrohen, sondern darum, andere Menschen für die eigenen Pläne einzunehmen. Auch diese Art Macht kann zunächst mal im privaten Bereich vorkommen.
Sie existiert aber natürlich ebenso im öffentlichen Sektor. Und auch diese zweite Hauptgestalt von Macht entspricht den Vorgaben Power to und Power over. Wieder ist das ein Können, nicht bereits der Vollzug, erst nur ein Können. Und wieder macht sie es möglich, andere Menschen dem eigenen Willen folgen zu lassen. Jetzt aber nicht mehr, indem man den fremden Willen unter die eigenen Pläne beugt, mit Gewalt oder durch Zwang, sondern indem man den fremden Willen für die eigenen Pläne gewinnt, durch Manipulation oder Argumentation. Und das könnte bereits jenseits der Definition von Weber liegen. Denn genau gesehen, Weber schreibt, Macht sei die Chance, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Überzeugungsmacht ist aber gar nicht darauf aus, gegen den fremden Willen zu agieren, sondern nur darauf, diesen fremden Willen umzustimmen. Das heißt, man könnte Überzeugungsmacht haben, eine Chance, den fremden Willen umzustimmen, ohne zugleich auch eine Chance zu haben, auch gegen das Widerstreben des anderen zu agieren, falls man dieses Widerstreben eben nicht mit der eigenen Überzeugungsmacht abbauen kann. Und das ist recht erstaunlich, schon diese sehr weite Definition von Weber könnte somit für einige Machtphänomene bereits zu eng sein. Sie passt sicherlich auf Herrschaftsmacht, aber nicht unbedingt auf Überzeugungsmacht. Und das ist schon überraschend, denn dieser Gedanke der Überzeugungsmacht ist recht alt. Der findet sich auch bereits in der Antike, nämlich bei Cicero. Da gibt es eine Passage in De Legibus, die lautet Cum potestas in populo, auctoritas in senatus sit. Das ist also nur ein Nebensatz, soweit zitiert. Der lautet, weil die Herrschaftsmacht beim Volk, die Überzeugungsmacht beim Senat liegt. Diese Passage steht in seiner Gesetzesschrift. Und das Thema dort ist, was ist die richtige Machtaufteilung zwischen Volksversammlung und Senat? Das waren ja zwei wesentliche Säulen der römischen Mischverfassung. Nach Cicero verwirklicht in der römischen Republik die Volksversammlung das demokratische Element, der Senat das aristokratische Element und die Konsuln dann noch das königliche Moment. Und hier geht es um entsprechend verteilte Befugnisse. Sie dürfen das Zitat deshalb nicht isoliert betrachten. Cicero will hier nicht sagen, dass der Senat nur Überzeugungsmacht haben soll. Das ist ja ein Weilsatz. Er stellt zunächst lediglich fest, dass der Senat diese Überzeugungsmacht de facto hat. Zumindest in einer funktionierenden Republik. Und deshalb sollte nach Cicero der Senat auch Beschlussrechte haben. Das ist das wesentliche Gesetz, um das es Cicero an dieser Stelle geht. Weil der Senat Autorität genießt, würde es die Eintracht im Staat fördern, wenn seine Beschlüsse auch wirklich verbindlich wären. Dieses Gesetz will Cicero an der Stelle begründen. Diese Details müssen uns aber hier nicht weiter interessieren. Für uns ist nur wichtig, er spricht hier zwei verschiedene Machtgestalten an. Neben Potestas, Herrschaftsmacht, gibt es auch Auctoritas, Überzeugungsmacht. Und dafür ist das eben ein klassisches Zitat. Und diese Unterscheidung ist in Spätantike und Mittelalter sehr wirkmächtig gewesen, nicht zuletzt, weil man manchmal die Machtansprüche von Staat und Kirche hiermit gegeneinander abgrenzen wollte. Dem Staat sollte demzufolge Potestas zukommen und der Kirche wurde die Auctoritas zugeordnet. Das war jetzt nicht faktisch gemeint, das war normativ gemeint. Das beschrieb natürlich nicht die faktische Realität in der Geschichte. Die Staaten hatten manchmal wenig Potestas und die Kirche hat sich teilweise sehr viel Herrschaftsmacht angeeignet, etwa unter mittelalterlichen Päpsten. Die Kirche hatte zeitweise die Auctoritas völlig verloren. Und demgegenüber haben die Staaten manchmal auch Überzeugungsmacht versucht auszuüben, etwa in den kommunistischen Staaten. Es war aber vielfach ein normatives Schema, um die Machtansprüche von Staat und Kirche voneinander zu unterscheiden. Der Staat sollte die Herrschaftsmacht über die Menschen haben, die Kirche sollte die Überzeugungsmacht über die Menschen haben. Das war der Gedanke. Und solche Überzeugungsmacht scheint grundsätzlich eine weniger problematische Machtform zu sein als Herrschaftsmacht. Hier wird ja keiner unterdrückt, sondern nur umgestimmt. Aber natürlich hat die auch ihre gefährlichen Seiten. Denn Überzeugung kann nicht nur durch tiefere Einsicht und gute Argumente gewonnen werden, sondern auch durch Demagogie und Manipulation.
Also Auctoritas hatte nicht nur Gandhi, sondern auch Goebbels. Platon zum Beispiel ist durchaus besorgt über die Überzeugungsmacht der Sophisten, über deren Macht des Wortes macht er sich Gedanken. Andere sehen es positiver. Habermas etwa, kann man sagen, appelliert an die positive Seite der Überzeugungsmacht. Denn der Diskurs mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments realisiert ja Überzeugungsmacht und Habermas sieht das entsprechend positiv. Und bis heute ist auch das fundamentaler Teil der Debatte. Wir fragen uns, was ist Macht überhaupt? Welche Gestalten nimmt sie an? Herrschaftsmacht, Überzeugungsmacht, gibt es vielleicht noch andere? Das sind also ein paar erste begriffliche Eckpunkte und inhaltliche Vorstellungen dessen, was Macht sein könnte. Und dabei sind uns jetzt ja auch schon eine Reihe früherer Autoren und Positionen wieder begegnet. Im Rest der Vorlesung werden wir jetzt zwei zeitgenössische Konzeptionen der politischen Philosophie kennenlernen, die sich speziell mit dem Thema Macht befassen. Zwei sehr grundsätzliche Ansätze, die insbesondere auch moderne Erscheinungsweisen von Macht erschließen wollen, nämlich Niklas Luhmann lernen wir kennen und Michel Foucault. Und Luhmann entwickelt seinen Machtbegriff im Rahmen seiner Systemtheorie. Das ist ein bestimmter soziologischer Ansatz, den Luhmann selbst nicht begründet hat, aber stark weiterentwickelt und nachhaltig geprägt hat. Und wie der Name schon sagt, geht es der Systemtheorie darum, das gesellschaftliche Geschehen als Aktivität und Wechselwirkung von Systemen zu begreifen. Zunächst ist die Gesamtgesellschaft ein solches System, vor allem aber differenziert sie sich in verschiedene Teilsysteme aus, die dann jeweils spezifische Aufgaben übernehmen. Solche Teilsysteme sind etwa die Wirtschaft, die Wissenschaft, das Recht, die Politik. Luhmann hat keine abgeschlossene Liste von sozialen Systemen vorgelegt, sondern immer wieder neue Teilsysteme entdeckt und in sein Modell eingegliedert. Das hat er in verschiedenen Schriften ausgearbeitet, die allesamt den gleichen Titel variieren. Die Werke heißen entsprechend die Wirtschaft der Gesellschaft, die Wissenschaft der Gesellschaft, das Recht der Gesellschaft, die Politik der Gesellschaft und so weiter. Luhmann hat auch Grundlagenwerke geschrieben, in denen er sein Gesamtkonzept erläutert, vor allem Soziale Systeme heißt er ein wichtiges Buch. Uns interessiert aber primär die Politik der Gesellschaft. Wir wollen ja ein politisches Phänomen verstehen, nämlich Macht. Und tatsächlich wird Macht in diesem Buch ausführlich behandelt. Die Schrift ist 2000 erschienen, also posthum, aber das Manuskript war bei Luhmanns Tod wohl weit fortgeschritten und ist entsprechend wohl authentisch. Und Luhmann versucht also, soziale Phänomene mit Hilfe des Systembegriffs zu erfassen. Tatsächlich ist der Systembegriff aber nicht auf soziale Phänomene beschränkt. Ein System ist für Luhmann jeder Zusammenhang von Elementen, die untereinander in einer quantitativ und qualitativ anders gearteten Beziehung stehen als zu anderen Elementen. Ein System ist letztlich alles, worauf die Unterscheidung von innen, also zum System gehörig, und außen, das heißt zu seiner Umwelt gehörig, entlang einer entsprechenden Grenze anwendbar ist. Ein System ist nichts anderes als die Differenz zu einer Umwelt. Die Festlegung eines solchen Systems gegenüber der Umwelt ist aber nicht willkürlich. Man kann nach Luhmann also nicht alles Beliebige irgendwie zum System deklarieren, indem sie nach Gutdünken irgendwelche Dinge gruppieren und dann den Rest zur Umwelt erklären. Dieser Raum hier ist kein System in Luhmanns Sinne. Ein Buch ist kein System in Luhmanns Sinne. Sogar mein Herz-Kreislauf-System, sogar mein Nervensystem ist nach Luhmann kein System. Systeme sind nach Luhmann vielmehr sehr reale Entitäten, die nachweislich und scharf gegen ihre Umwelt abgegrenzt sind und deren Grenze stabil aufrechterhalten wird. Systeme existieren als solche. Die sind nicht nur Produkte konventioneller Zuschreibung. Die Art dieser Abgrenzung, die Art dieser Existenz kann aber sehr unterschiedlich sein. Und entsprechend lassen sich erstmal verschiedene grundlegende Typen von Systemen unterscheiden. Zunächst einmal gibt es allopoetische Systeme, das heißt fremdgeschaffene Systeme. Und das sind schlichtweg Maschinen. Deren Prozesse werden von außen festgelegt und sie folgen dann einem berechenbaren Input-Output-Schema.
Dann gibt es aber auch autopoietische Systeme, das heißt selbsterzeugende Systeme. Die reproduzieren selbst ihre Elemente und halten dadurch ihre Differenz gegenüber der Umwelt selbst aufrecht. Und das tun sie durch entsprechende Operationen. Da gibt es einmal lebende Systeme, Organismen. Deren Operation ist der Stoffwechsel. Dadurch reproduzieren sie sich, dadurch erneuern sie ihre Elemente, dadurch erhalten sie ihre Grenze gegenüber der Umwelt. Und diese Grenze ist hier ganz körperlich. Eine Membran, eine Haut. Und die Umwelt sind zum Beispiel andere Organismen, aber auch Lebloses. Organismen sind geradezu paradigmatisch für die Systemtheorie. Die ganze Rede von System und Umwelt, von Element und Grenze, von Operation und Selbstreproduktion stammt ursprünglich aus dem biologischen Denken. Systemtheorie wurzelt wirklich in der Biologie. Aber es gibt nicht nur biologische lebende Systeme. Es gibt zum Beispiel auch psychische Systeme, Bewusstseine, Ichs. Deren Operationen sind Gedanken. Mit denen verarbeitet so ein Bewusstsein Sinn und hierdurch grenzt sich das Ich gegen seine Umwelt ab. Und diese Umwelt sind jetzt zum Beispiel andere psychische Systeme, aber auch lebende Systeme oder Lebloses. Ein Mensch ist also beides. Er ist als Organismus lebenführend und er ist als Bewusstsein sinnverarbeitend. Und dann gibt es aber auch soziale Systeme. Einmal die Gesamtgesellschaft und einmal ihre Teilsysteme. Und deren Operationen nennt Luhmann Kommunikation. Auch da geht es um die Verarbeitung von Sinn, nicht zuletzt mit Blick auf die jeweilige Umwelt. Und diese Umwelt besteht jetzt aus anderen sozialen Systemen, aber auch aus psychischen Systemen, aus lebenden Systemen, aus Leblosem, einfach aus allem anderem. Das heißt, soziale Systeme sind nur ein Typ von Systemen. Aber sie sind völlig gleichberechtigt und gleich ursprünglich. Insbesondere sollte man nach Luhmann nicht sagen, dass soziale Systeme aus Organismen bestehen oder aus Bewusstseinen bestehen. Ontologisch mag das zwar richtig sein, aber systemtheoretisch ist das irrelevant und irreführend. Systemtheoretisch bestehen soziale Systeme aus Kommunikationen. Hierdurch erzeugen sie sich, hierdurch reproduzieren sie ihre Elemente, hierdurch definieren sie ihre Grenze zur Umwelt. Und solche sozialen Systeme sind, wie gesagt, einmal die Gesellschaft als Ganze, aber diese Gesellschaft ist weiter ausdifferenziert. Innerhalb ihrer entstehen soziale Untereinheiten. Früher waren diese Untereinheiten bestimmte fest gegeneinander abgegrenzte Personengruppen, Stämme, Clans, Adelshäuser. Das war die segmentierte Gesellschaft. Später gab es Klassen, Stände, Schichten. Das war die stratifizierte Gesellschaft. Diese Unterteilungen waren jeweils separierend. Das heißt, jedes Gesellschaftsmitglied konnte nur einer solchen Untereinheit angehören. Sie gehörten zu einer Schicht, sie gehörten zu einem Clan. In modernen Gesellschaften ist das dann anders geworden. Da wird die Unterteilung allmählich funktional. Das heißt, es bilden sich jetzt in der Gesamtgesellschaft hochspezialisierte Teilsysteme aus, die jeweils klar definierte Aufgaben übernehmen. Das sind sogenannte Funktionssysteme, etwa Wirtschaft, Wissenschaft, Recht, Politik. Diese Systeme sind nicht mehr streng gegeneinander abgegrenzt, das heißt, ein und dieselbe Person kann ohne weiteres mehreren Funktionssystemen gleichzeitig angehören. Wir gehören zum Beispiel alle dem Wissenschaftssystem an. Ich als Dozent, Sie als Studierende. Aber wir gehören auch alle der Politik an. Zwar nicht unbedingt als Politiker, aber zumindest als Wahlberechtigte. Bei manchen Teilsystemen ist die Zugehörigkeit sogar unvermeidlich. Das heißt, alle Menschen gehören denen an, solange sie sich in der Gesamtgesellschaft bewegen. Wir gehören zum Beispiel alle unvermeidlich dem Wirtschaftssystem an. Nicht als Produzenten, aber als Konsumenten, sonst säßen wir hier alle nackt. Und wir gehören alle ebenso unvermeidlich dem Rechtssystem an. Zwar nicht unbedingt als Richter, Staatsanwälte oder Rechtsanwälte, aber als potenzielle Kläger, Beklagte oder Opfer. Unsere Handlungen sind alle dem Recht unterworfen, da kommen wir nicht raus. So eine funktionale Ausdifferenzierung ist nach Luhmann durchaus ein Zeichen von Fortschrittlichkeit einer Gesellschaft und sie hat viele Vorteile.
Die gewährleistet Arbeitsteilung. Mit ihrer Hilfe kann eine Gesellschaft unterschiedlichste Aufgaben und hochkomplexe Operationen bewältigen und dadurch ihre Effektivität erhöhen. Sie hat aber auch gewisse Nachteile. Denn jedes Teilsystem nimmt den Rest der Gesellschaft eben auch nur noch als Umwelt wahr. Und gegen die grenzt es sich ab. Und mit der kann es nicht kommunizieren. Jedes Teilsystem kann zwar über die anderen Teilsysteme kommunizieren, als seine Umwelt. Die Politik kann über die Wirtschaft reden. Und die Wirtschaft über die Politik. Die Wissenschaft kann über das Recht reden. Dann macht sie Rechtswissenschaft. Und das Recht kann über die Wissenschaft reden. Dann macht es Wissenschaftsrecht. Aber kein Teilsystem kann mit dem anderen Teilsystem kommunizieren. Denn jedes spricht eine andere Sprache. Jedes System hat seine eigenen Kommunikationsformen, die es nicht mit anderen teilen kann. Deshalb gibt es nach Luhmann in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft nur sehr begrenzte Möglichkeiten der gezielten Beeinflussung. Die verschiedenen Systeme können sich nicht wechselseitig koordinieren und die Gesellschaft insgesamt lässt sich nicht einheitlich orientieren. Das ist der Preis, den wir zahlen für diese Arbeitsteilung. Diese Separation dieser Teilsysteme gründet vor allen Dingen daran, dass jedes Funktionssystem seine Kommunikation in einem eigenen Medium vollzieht. Diese Kommunikationsmedien sind bestimmte Grundstrukturen, die Kommunikation vereinfachen, wahrscheinlicher machen, gelingen lassen sollen. Sie sind quasi die Sprache, die ein Teilsystem verwendet. Sie sind der Kanal, auf dem es sendet und empfängt. In der Wirtschaft etwa ist das Medium Geld. In der Wissenschaft ist das Medium Wahrheit. Jedes Funktionssystem vollzieht seine Kommunikation also in einem anderen Medium. Und schon deshalb ist nach Luhmann klar, dass sie nicht miteinander, sondern bestenfalls übereinander kommunizieren können. Wenn die Wirtschaft über die Wissenschaft kommuniziert, spricht sie in Geld. Wenn die Wissenschaft über die Wirtschaft kommuniziert, spricht sie in Wahrheit. Was der eine am anderen wahrnimmt, übersetzt er in seine Sprache. Und die Sprache des Geldes ist eben eine andere als die Sprache der Wahrheit, was man manchmal leidvoll erfährt. Und der Abstand zwischen den Systemen wird noch schärfer dadurch, dass sie in ihren Medien bestimmte Codes benutzen. Codes. Genauer sind das sogenannte Präferenzcodes, mit denen jeder Gegenstand außerhalb des Systems und auch jede Operation innerhalb des Systems einen bestimmten Wert zugewiesen bekommt. Ein solcher Präferenzcode ist immer ein binäres, also zweiwertiges Unterscheidungsschema. Das heißt, der zugewiesene Wert ist entweder positiv oder negativ, in einem systemspezifischen Sinne. Innerhalb des Systems wird der eine Wert immer bevorzugt und der andere immer gescheut. Das ist eine deutliche Vereinfachung. Die Komplexität der Kommunikation wird dadurch erheblich reduziert und die Wahrnehmung des Systems sehr einfach orientiert. In der Wirtschaft etwa ist der Code haben oder nicht haben. Letztlich kommt es in wirtschaftlicher Kommunikation allein darauf an. Man will haben. In der Wissenschaft ist der Code wahr oder unwahr. Letztlich kommt es in wissenschaftlicher Kommunikation allein darauf an. Es soll wahr sein. Weil aber eben jedes Funktionssystem seinen eigenen Code benutzt, können sie wiederum nicht miteinander kommunizieren. Für die Wirtschaft ist alles eine Frage von haben oder nicht haben. Für die Wissenschaft ist alles eine Frage von wahr oder unwahr. Die Zuweisung der beiden Werte dieses Codes erfolgt dabei über ein jeweiliges Programm. Wer in der Wirtschaft etwas hat und wer nichts hat, entscheidet der Markt. Jedenfalls ist das in einer Marktwirtschaft so. Was in der Wissenschaft wahr oder unwahr ist, entscheiden die Theorien, die mit entsprechenden Methoden entwickelt werden. Und auf dieser Grundlage können wir jetzt mit Luhmann eine grobe Skizze der Gesamtgesellschaft mit ihren wesentlichen Teilsystemen erstellen. Und insbesondere können wir damit dann auch die Funktion der Politik besser verstehen und die Rolle der Macht. Und dazu stellen wir jetzt die einzelnen Funktionssysteme einander gegenüber. Jeweils mit ihren relevanten Komponenten, das heißt ihrem Medium, ihrem Code und ihrem Programm. Ein Funktionssystem ist, wie erwähnt, die Wirtschaft. Ihre Funktion ist nach Luhmann die Minderung von Knappheit.
Wirtschaft soll den Güterfluss verbessern. Diese Aufgabe ist ihr übertragen worden. Und seit Gesellschaften dieses spezielle Teilsystem für diese besondere Aufgabe haben und dieses Teilsystem autopoietisch agieren darf, wird die Knappheit auch besser bewältigt als zuvor. Läuft der Güterfluss reibungsloser als früher. Ihr Medium ist, wie bereits erwähnt, das Geld. In Geld findet alle wirtschaftliche Kommunikation statt. In der Wirtschaft tauscht man sich über das Geld aus. In diesem Vokabular signalisiert man, interagiert man, bewertet man, beschließt man. Wie viel etwas in der Wirtschaft wert ist, zeigt sich eben am Geldwert. Der Code ist, wie ebenfalls bereits erwähnt, haben, nicht haben. Das ist ein Präferenzcode. Haben ist in der Wirtschaft positiv, nicht haben ist negativ. Manchmal nennt Luhmann auch Zahlen oder Nichtzahlen, das macht aber keinen großen Unterschied. Einmal hier ist die Perspektive des Besitzens, in dem anderen Fall ist die Perspektive des Gebens oder Bekommens. Und das Programm schließlich ist der Markt. Er bestimmt, wer hat und wer nicht hat. Jedenfalls ist das in einer Marktwirtschaft so, in einer Planwirtschaft wäre es natürlich anders. Ein anderes Funktionssystem ist die Wissenschaft. Deren Funktion ist die Erzeugung von Wissen. Und in diesem System bewegen wir uns gerade. Jedenfalls hoffen wir das. Und ihr Medium ist die Wahrheit. Alle wissenschaftliche Kommunikation tauscht Wahrheitsurteile. Wissenschaftler sprechen in der Sprache der Wahrheit. Sie können natürlich irren, sie können sogar lügen, aber gerade Irrtum und Lüge haben diese Bedeutung nur im Medium der Wahrheit, im Raum der Wahrheit. Wie viel etwas in der Wissenschaft wert ist, zeigt sich an seinem Wahrheitswert. Der Code ist entsprechend die Frage von wahr oder unwahr. Diese binäre Unterscheidung steht hinter allen wissenschaftlichen Äußerungen. Die positive Seite des Codes heißt hier also letztlich genau wie das Medium, Wahrheit. Und das kommt nach Luhmann öfter vor. Das werden wir gleich auch noch mehrfach erleben. Und das Programm sind die Theorien. Sie weisen den Code zu. Die legen fest, was wahr und was unwahr ist. Diese Theorien werden natürlich ihrerseits nach bestimmten methodischen Standards formuliert oder verworfen, aber das ändert nichts daran, dass die jeweils geltenden Theorien festlegen, welche Aussage als wahr und welche als unwahr angesehen wird. Ebenfalls bereits erwähnt als Funktionssystem wurde das Recht. Dessen Funktion ist nach Luhmann die Klärung von Erwartungen. Das Rechtssystem soll Sicherheit geben darüber, was wir von den anderen erwarten dürfen und was andere von uns erwarten dürfen. Das tut es, indem es den Rahmen unserer Handlung absteckt, einige verbietet, andere erlaubt. Das Medium dieses Systems heißt auch Recht. Hier heißt also sogar das Medium wie das System. Es ist aber jeweils ein bisschen etwas anderes. Das Recht als System ist ein gesellschaftlicher Funktionsbereich, der aus einer Menge von Kommunikationen besteht. Und diese Kommunikation findet wiederum in einem gewissen Medium statt, dem Recht als entsprechende Aussagenmenge. Der Code lautet Recht oder Unrecht. Im Recht wird einer einzelnen Handlung der Wert rechtmäßig oder unrechtmäßig zugesprochen. Wieder heißt also die positive Seite des Codes letztlich wie das Medium. Das war schon bei der Wissenschaft so. Und das Programm sind hier die Gesetze. Die bestimmen, was rechtmäßig und was unrechtmäßig ist. Wie gut oder schlecht sie auch sein mögen. Und wer immer sie erlassen hat. Und schließlich ist auch die Politik ein solches Funktionssystem. Ihre Funktion liegt nach Luhmann darin, die Kapazität zu kollektiv bindenden Entscheidungen bereitzuhalten. Politik soll die Handlungsfähigkeit der Gesamtgesellschaft sicherstellen, auch bei Meinungsverschiedenheiten oder Meinungsschwankungen. Und dafür muss sie kollektiv bindende Entscheidungen ermöglichen. Nicht unbedingt unrevidierbare, aber zumindest für den Moment gültige. Das Medium der Politik ist die Macht. Das ist also Luhmanns Antwort auf die Frage, was Macht ist. Für ihn ist sie ein Kommunikationsmedium. Genau das Medium der Politik, so wie Geld das Medium der Wirtschaft ist. Macht ist das Mittel, die Sphäre, der Äther, der Kanal einer bestimmten Art von Kommunikation, nämlich der politischen.
Diese soll kollektiv bindende Entscheidungen ermöglichen und dafür bedient sie sich der Macht. Das heißt, der Kommunikation von Anweisungen und Befolgungen, von Befehl und Gehorsam. Der Code lautet Macht überlegen oder Macht unterlegen. Ist wieder ein Präferenzcode. In der Politik will man Macht haben und nicht keine Macht haben. Einmal mehr heißt die positive Seite des Codes letztlich wie das Medium selbst, eben machthabend, mächtig. Und konkret läuft diese Unterscheidung meist auf die Trennung von Amtsträger und Amtsunterworfenen hinaus. Letztlich auf die Trennung von Herrscher und Untertan, Regierung und Opposition. Und das Programm schließlich sind die Wahlen. Hiermit werden die Ämter vergeben, hierdurch wird die Regierung bestimmt. Jedenfalls in einer Demokratie. In anderen Staatsformen werden natürlich andere Programme angewandt. Dieses Schema ist wie gesagt nicht vollständig. Es gibt weitere Funktionssysteme, die Luhmann an anderen Stellen auf ähnliche Weise behandelt. Etwa die Religion, da ist der Code heilig oder unheilig. Oder die Erziehung, da ist der Code bestanden oder durchgefallen. Wichtig für uns ist aber, dass nach Luhmann auch die Politik nur ein Teilsystem unter mehreren ist. Politik steht für ihn nicht an der Spitze der Gesellschaft. Politik ist nicht das Zentrum der Gesellschaft. Politik steht auch nicht extern der Gesellschaft gegenüber, wie das in der liberalistischen Tradition sich andeutet, die ja Staat und bürgerliche Gesellschaft streng voneinander unterscheiden will. Ebenso wenig fällt Politik mit der Gesellschaft einfach zusammen, wie es sich in der Diskurstheorie andeutet, wenn die demokratische Debatten und Zivilgesellschaft doch letztlich miteinander identifizieren. Nein, für Luhmann ist Politik nur ein soziales Teilsystem unter anderem. Nicht die Spitze der Gesellschaft, nicht das Zentrum der Gesellschaft, nicht extern zur Gesellschaft, nicht identisch mit der Gesellschaft. Ein Teilsystem unter anderem. Sie erfüllt eine Funktion, die aber nicht die anderen dominiert. Sie hat ein Medium, Macht, das nur ein Medium unter vielen ist. Sie hat einen Code, mächtig oder machtlos, der nur in diesem Medium relevant ist. Sie hat ein Programm, die Wahl, die nur für dieses System gültig ist. Und deshalb sollte man nach Luhmann insbesondere keine übertriebenen Hoffnungen hegen, dass die Politik die anderen Teilsysteme steuern könne. Das erwartet man immer wieder von der Politik. Sie soll zum Beispiel die Wirtschaft regulieren, etwa indem sie über das Recht auf die Wirtschaft einwirkt. Aber diese Erwartungen sind nach Luhmann überzogen. Denn die anderen Teilsysteme haben ihre eigenen Kommunikationsformen, ihre eigenen Medien, ihre eigenen Codes, ihre eigenen Programme. Sie werden deshalb alle Beeinflussungen seitens der Politik in ihre Sprache, in ihre Kommunikation übersetzen. Und diese Übersetzung verläuft nie ohne Verluste. Politik mit ihren besonderen, eben politischen Bestrebungen kann nicht in fremder Sprache eins zu eins Ausdruck finden. Und deshalb wird sie auch nie genau die gewünschten Effekte in den anderen Systemen erreichen. Natürlich kann die Politik Reaktionen erzeugen, etwa über das Recht in der Wirtschaft. Aber sie wird dabei kaum je ihre Intentionen verwirklichen. Politische Entscheidungen betreffen Recht und Wirtschaft, klar, aber sie bestimmen sie nicht. Das Recht wird alle politischen Vorgaben in die Frage von Recht oder Unrecht übersetzen. Was bedeutet das für die Rechtmäßigkeit dieser oder jener Handlung? Und die Wirtschaft wird alle rechtlichen Vorgaben in die Frage von Haben oder Nichthaben übersetzen. Was bedeutet das für die Lukrativität dieser oder jener Aktion? Das heißt nicht, dass politische Entscheidungen nicht sehr einschneidend, sehr schmerzhaft sein können. Im Gegenteil, Macht ist für Luhmann in letzter Konsequenz immer Drohmacht. Sie stellt immer negative Sanktionen in Aussicht, letztlich. Sie beruht letztlich sogar immer auf der Androhung von physischer Gewalt. Sie werden zur Not eben eingesperrt oder geköpft. Dennoch leidet Politik unter einer Kontrollillusion. Macht ist nach Luhmann nicht gezielt einsetzbare Handlungsmacht, die quasi ihren Arm verlängert, sodass sie genau das tun, was sie tun wollten. Sie ist nur ein Medium für die politische Kommunikation. Letztlich für die Selbstreproduktion des politischen Systems. Sie erreicht daher keine gezielten Effekte in den anderen Systemen, etwa in Recht oder Wirtschaft. Hierzu ein Zitat.
In der Politik wird über Wirtschaft geredet. Es werden Politikideen konzipiert und entsprechende Entscheidungen getroffen. Je nach dem Informationsstand werden Ideen korrigiert und Entscheidungen geändert. Mit den basalen Operationen des Wirtschaftssystems, mit den täglich getätigten Transaktionen, hat dies jedoch wenig zu tun. Die Börse wird auf politische Ereignisse reagieren, aber dies typisch nicht in einer Weise, die den politischen Intentionen entspricht. Die Politik hat wiederum zwei Möglichkeiten, diesen Mangel an Kontrolle auszugleichen, nämlich Rechtfertigung und Heuchelei. Ebenso wenig darf man glauben, dass die Politik ihrerseits den Vorgaben der Moral zugänglich wäre. Denn auch die Politik übersetzt alle externen Vorgaben in die Frage nach Macht oder Ohnmacht. Was bedeutet das bei der nächsten Wahl für mich? Moral ist zwar für Luhmann selbst kein Funktionssystem, dafür sagt er, ist sie zu allgemein, zu unspezifisch. Aber Moral hat eine Funktion. Sie steuert die Zuweisung von Achtung oder Missachtung in einer Gesellschaft, in all ihren Teilsystemen. Und Moral hat auch einen Code, nämlich gut oder schlecht, über den sie diese Zuweisung von Achtung und Missachtung vornimmt. Mit diesem Code kann sich die Moral auch zwar auf die verschiedenen Funktionssysteme beziehen, etwa auf die Politik, indem sie politisches Handeln als gut oder schlecht bezeichnet. Aber wieder würde es eine Überforderung bedeuten, sagt Luhmann, wenn man glaubte, die Moral könne jene anderen Teilsysteme bestimmen, etwa die Politik. Moral kann nicht die Codes anderer Systeme programmieren, denn diese Systeme haben ihre eigenen Programme. Moral kann zwar einen gewissen Einfluss darauf nehmen, wie in der Politik Macht verteilt wird, vor allem durch Wahlen, aber die Politik ist letztlich autonom. Und deshalb wird sie auf diese externen Einflüsse immer mit ihrer unkontrollierten Dynamik und ihren je spezifischen Fragestellungen reagieren. Ende ich jetzt in der Regierung oder in der Opposition? Sie wird nie das Moralische als solches reproduzieren. Sie wird nie selbst moralisch werden, sagt Luhmann. Nach Luhmann ist also Macht das Kommunikationsmedium der Politik. Das ist seine schlichte Antwort auf unsere Frage, was Macht eigentlich ist. Und in gewissem Sinne hat Politik damit vergleichsweise wenig Macht. Denn sie hat zwar Macht, sogar als einziges System hat sie Macht. Aber das ist eben nur das Medium, in dem die Politik kommuniziert. Die anderen Systeme mit ihren anderen Medien sind damit für die Politik nicht unmittelbar erreichbar. Und nicht zuletzt hierin zeigen sich jetzt deutliche Unterschiede zwischen Luhmann und etwa Habermas. Schauen Sie, beide benutzen ja den Begriff der Kommunikation. Für beide ist Kommunikation zentral. Aber sie versehen diesen Begriff mit einer ganz unterschiedlichen Bedeutung. Für Habermas ist Kommunikation die einvernehmliche Koordination der Gesamtgesellschaft. Sie ist ein verbindendes, ein integrierendes Unterfangen. Sie vereinigt die Gemeinschaft. Und dabei ist sie zutiefst rational verfasst und grundsätzlich moralisch ausgerichtet. Sie ist der rationale Austausch von Geltungsansprüchen im Licht intersubjektiv geltender Gründe. Sie setzt die Gleichberechtigung aller Diskurspartner voraus, sie hat als erklärtes Ziel die allgemeine Zustimmung und sie kann insbesondere moralische Normen generieren. Das ist Kommunikation bei Habermas. Bei Luhmann ist Kommunikation ein isolierter Vollzug von jeweiligen Teilsystemen. Sie zerfällt sofort in disparate, inkommensurable Unterformen. Sie zerteilt die Gemeinschaft. Und dabei ist sie weder rational beschaffen noch moralisch steuerbar. Die verschiedenen Systeme haben keine gemeinsame Kommunikationsform. Jedes Teilsystem kommuniziert in seinem eigenen Medium, mit seinem eigenen Code, gemäß seinen eigenen Programmen, sodass ihre Wechselwirkungen und Beeinflussungen bloß irrationale Resonanzen und Irritationen erzeugen. Eine Koordination der Teilsysteme oder gar eine Integration der Gesamtgesellschaft, insbesondere über den moralischen Code gut-schlecht, ist für Luhmann völlig illusorisch. Hierzu ein Zitat. Tatsächlich führt die Ausdifferenzierung zu einem Abreißen
der gesamtgesellschaftlichen Koordination der Funktionssysteme. Ihre Eigendynamik wird freigesetzt. Und was in ihrer gesellschaftlichen Umwelt sie anrichten, wird nur noch insoweit berücksichtigt, als es auf dem jeweils eigenen Bildschirm zurückgemeldet wird. Also im Falle des politischen Systems politisch interessiert. Das heißt, Luhmanns Soziologie zeichnet ein ziemlich ernüchterndes Bild von Politik. Sie ist keiner ernsthaften moralischen Steuerung zugänglich und sie kann ihrerseits die anderen Teilsysteme nicht steuern. Und man ist immer versucht, dabei zu lächeln und das empirisch sofort bestätigt zu finden. Moralische Erwartungen an die Politik enden ja oft frustrierend und politische Einflussversuche auf andere Teilsysteme, etwa Wirtschaft oder Wissenschaft, gehen regelmäßig schief. So möchte man sagen, da hat er doch völlig recht, sieht man sofort. Dennoch bedenken Sie bitte, das ist keine stark empirisch unterfütterte Theorie. Das ist ein sehr abstraktes, begriffliches Schema. Es ist sehr thetisch, kaum begründend und das kann einen auch misstrauisch machen. Man kann fragen, ist das wirklich so einfach? Sind wirklich alle Teilsysteme dermaßen gleichgeartet und derart isoliert? Haben alle ein einziges Medium? Hat jedes einen zweiwertigen Code? Können sie gar nicht miteinander kommunizieren? Reden sie wirklich aneinander vorbei? Ist diese Theorie vielleicht auch ein Prokrustesbett, auf das Luhmann unterschiedlichste Erscheinungen spannt und jetzt Politik und Macht nur als Spezialfälle gelten lässt? Ist Politik wirklich nur ein Teilsystem unter vielen? Ist Macht wirklich ein Medium wie jedes andere? Bewahren Sie also vielleicht, wie faszinierend das auch begrifflich sein mag, eine gewisse empirische Grundskepsis dazu. Das ist, glaube ich, empfehlenswert. Insbesondere muss man sagen, dass Luhmann außerhalb Deutschlands kaum bekannt ist. Und das mag damit zu tun haben, dass das ein bisschen als deutsche Armchair-Sociology gilt. Ja. Sowas stellt jemand auf, der die FAZ liest, aber nicht jemand, der empirische Erhebungen macht. Boshaft formuliert. Das ist sehr hegelianisch, würden auch viele sagen. Solche Begriffskonzepte auf die ganze Welt anwenden, das ist eigentlich später Hegel, das ist typisch deutsch. Damit können Sie einen Angloamerikaner nicht hinterm Ofen vorholen. Und auch keinen Franzosen. Und jetzt kommen wir zu einem Franzosen. Nämlich Michel Foucault. Der ist auch Soziologe, aber ganz anderen Typs als Luhmann. Insbesondere hat der ein viel stärkeres empirisch-historisches Interesse als Luhmann. Er leistet demgegenüber keine starke begrifflich-theoretische Arbeit. Er hat insbesondere kein allgemeines Gerüst, in das er jetzt verschiedene soziale Erscheinungen als bloße Spezialfälle einsortieren wollte. Der untersucht sehr konkrete Erscheinungen in ihrer Besonderheit und er fokussiert von Anfang an stark auf das Thema Macht. Und Macht ist für Foucault nicht einfach ein Spezialfall eines allgemeinen Strukturtyps, nicht ein Medium neben anderen, nicht gleichgeartet wie Geld oder Wahrheit, für ihn ist Macht etwas ganz Besonderes. Sie hat sich aber im Laufe der Zeit sehr verändert, sagt Foucault. Macht heute, sagt er, ist sehr verschieden von Macht vor 500 Jahren. Sie hat erhebliche Transformationen durchlaufen. Das ist ein Foto von ihm, typisch in der Erscheinung, dieser markante Kahlkopf mit Brille. Es gibt auch Leute, die versuchen, das nachzuahmen. Geboren ist er 1926 in Poitiers, einer kleinen Provinzhauptstadt in Westfrankreich. Er kam aus einer großbürgerlichen, wohlhabenden Familie. Sein Vater war Chirurg. Auch die Mutter stammt aus einer Ärztefamilie. Er hat eine Schwester, ein Jahr älter als er, und einen Bruder, 7 Jahre jünger. Er geht in Poitiers zur Schule, insgesamt sehr erfolgreich, aber mit diesem Geburtsdatum ist seine Jugend natürlich überschattet durch den Krieg. Bei Kriegsanfang kommen erstmal Flüchtlinge nach Poitiers. Ab 1940 ist Poitiers von den Deutschen besetzt. Einige Lehrer und Schüler werden auch von der Gestapo verhaftet und verschwinden. Und ab 1944 beginnt die Befreiung durch die Alliierten mit schweren Bombenangriffen. Foucault selber ist nicht im Widerstand aktiv. Er muss auch keinen Kriegsdienst leisten, aber er schildert die Atmosphäre als sehr bedrückend, sehr angsterfüllt. Und nach seiner eigenen Aussage waren diese historischen Umstände für ihn prägender in seiner Kindheit als sein privates Familienleben. Und es hat sein Denken beeinflusst. Er erfährt den Menschen schon in seiner Kindheit und Jugend als mehr oder weniger wehrlos eingebettet in übergreifende anonyme Strukturen.
1946 beginnt er ein Studium in Paris an der École Normale Supérieure. Er war bei der ersten Aufnahmeprüfung 45 durchgefallen, aber im zweiten Anlauf ein Jahr später schafft er es. Er studiert vor allen Dingen Philosophie. Er begeistert sich für Hegel, dessen Geschichtsphilosophie an seine eigenen historischen Interessen anschließt. Er liest Marx, dessen politische Philosophie sich nach dem Krieg in Frankreich rasend ausbreitet. Foucault selbst tritt auch 1950 in die Kommunistische Partei ein, wie ungefähr ein Fünftel seiner Kommilitonen damals. Er tritt 3 Jahre später aber auch wieder aus, als die Wahrheit über Stalin ans Licht kommt. Er studiert aber auch Psychologie. Er interessiert sich für Psychoanalyse, er liest Freud, er hört medizinische Vorlesungen, er besucht psychiatrische Kliniken. Und er macht entsprechende Abschlüsse. Er hat ein Lizenziat und ein Staatsexamen in Philosophie. Er hat ein Lizenziat und ein Diplom in Psychologie. Er hat ein Diplom in Psychopathologie. Sie merken, der war ziemlich fleißig. Genauer, der ist ein verbissener Arbeiter. Der verbringt seine meiste Zeit in der Nationalbibliothek und er gilt auch als schwieriger Charakter. Er ist verschlossen, einzelgängerisch, gilt als etwas eingebildet, selbstinszenierend, sarkastisch, aggressiv. Und er macht sich dadurch bei seinen Kommilitonen durchaus unbeliebt. Er zeigt auch autoaggressives Verhalten, er unternimmt schließlich mehrere Selbstmordversuche. Hintergrund vor allen Dingen seine Homosexualität. Die war damals in Paris nicht gut auszuleben. Foucault verheimlicht seine sexuelle Ausrichtung, er nimmt am entsprechenden Nachtleben teil, er besucht auch Strichergegenden und ist danach regelmäßig voller Schuldgefühle. Und seine Homosexualität prägt gewiss sein Verständnis von Macht. Denn er erlebt Macht in dieser Zeit nicht so sehr als staatliche Zwangsgewalt, sondern eher als verbreitete Normalitätsvorstellung. Und außerdem ist diese Macht eng mit Wissen verbunden. Die Normalitätsvorstellung beherrscht das Alltagsdenken über Homosexualität, aber auch den fachwissenschaftlichen Diskurs, die medizinischen Kategorien, die psychiatrischen Klassifikationen. Er bleibt deshalb auch misstrauisch gegenüber der Psychiatrie. Er hat durch seine Selbstmordversuche unmittelbar Kontakt zu ihr. Nicht nur als Student, auch als Patient. Und das war sicherlich hilfreich für ihn. Aber er bleibt auf Distanz. Er durchläuft zum Beispiel auch nie selbst eine Psychoanalyse. Um 1952 eskalieren die Konflikte mit seinen Kommilitonen in seinem Wohnheim in Paris. Die sexuelle Beziehung zu einem anderen Stipendiaten endet unschön und dann geht er als Assistenz an die Universität Lille. Und dort unterrichtet er Psychologie, ihre Geschichte und Philosophie. Ende der 50er Jahre hatte er mehrere Auslandsstationen. Er ist in Uppsala, in Warschau und in Hamburg. Er arbeitet an der jeweiligen Universität als Lektor für französische Sprache und zugleich leitet er jeweils das örtliche französische Kulturzentrum. Also er hat das Institut Français in Hamburg geleitet. Und diese Aufgaben hat er mit großem Elan und Erfolg bewältigt. Auch seine persönlichen Probleme beruhigen sich allmählich etwas. Nur in Polen gibt es noch einmal eine sehr unerfreuliche Episode. Er hat dort eine sexuelle Beziehung zu einem jungen Mann, der sich dann als Spitzel der Staatssicherheit herausstellt. Und deshalb muss Foucault diese Stelle dann auch räumen. 1960 wird er als Dozent an die Universität Clermont-Ferrand berufen, in Mittelfrankreich. Da unterrichtet er vor allen Dingen wieder Psychologie. Er bleibt dort bis 66 und ab 62 ist er auch Professor. Vorher ging es nicht, weil er noch gar nicht promoviert war. Seine Promotion erfolgte erst 1961, also mit 35, in Paris. Er hatte die vergangenen Jahre im Ausland an dieser Arbeit geschrieben und das Buch erscheint im gleichen Jahr. Der deutsche Titel ist Wahnsinn und Gesellschaft. Das französische Original heißt eigentlich Folie et déraison, also eigentlich Wahnsinn und Unvernunft. Und das Thema dieses Buches ist eine Geschichte des Wahnsinns. Und die Hauptthese ist, dass die Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn, Verrücktheit und Normalität keineswegs objektiv gegeben und unverrückbar, sondern kulturell bedingt und historisch ist. Die Wissensformen zur Klassifikation des Wahnsinns, die Kategorien vor allen Dingen in Medizin und Psychologie, sind daher nichts als Machtinstrumente, die zum Ausschluss des angeblich Wahnsinnigen dienen. Und das bestätigt sich nach Foucault nicht zuletzt dadurch, dass seit dem 17. Jahrhundert etwa auch Bettler und Freidenkende
Geschlechtskranke und Homosexuelle als Verrückte ausgegrenzt und interniert wurden. In den 60er Jahren folgen weitere Bücher, die diesen Ansatz fortführen und erweitern. Die Geburt der Klinik, 63. Die Ordnung der Dinge, original Les mots et les choses, also eigentlich die Wörter und die Dinge, 66. Archäologie des Wissens, 69. Und Foucault zeigt hier für verschiedene Bereiche auf, wie jeweilige historische Wissensformen sich in bestimmten Institutionen und Praktiken verankern, wie sie die lebensweltlichen Ordnungen und die wissenschaftlichen Kategorien durchdringen, wie sie das Denken prägen, wie sie das Sagbare vom Unsagbaren trennen und wie sie dadurch Macht über die Menschen ausüben. Das ist ein großes Thema. Und mit diesen Werken wird er zunehmend bekannt und gerät allmählich in die Rolle einer Alternative oder sogar eines Gegenspielers zu Sartre. Der war natürlich in Frankreich die große geistige Gestalt. Und Sartre verbindet ja Existenzialismus und Marxismus vor allen Dingen. Für Sartre ist die Situation des Menschen dadurch gegeben, dass er eine fundamentale Wahl treffen muss, eine freie Entscheidung, die ihm niemand abnehmen kann. Denn in dieser Wahl wählt er sich letztlich selbst, sein eigenes Dasein entwirft er da. Das ist das Existenzialistische. Und inhaltlich geht es nach Sartre bei dieser Wahl um die ökonomische Befreiung der Arbeiterklasse. Das wesentliche Ziel, zu dem man sich da entwerfen und entschließen muss, ist die kommunistische Revolution. Das ist das Marxistische bei Sartre. Und Foucault weicht von beidem ab. Foucault vertritt den jetzt aufkommenden Strukturalismus. Und da geht es nicht mehr um das einzelne Subjekt und dessen freie Entscheidung, sondern um die Transformationen anonymer Strukturen. Denen gegenüber erscheint das Individuum nur noch als Opfer, gar als Produkt oder als Konstrukt, ganz gegen den Existenzialismus. Und es geht auch nicht mehr um ökonomische Umwandlungen mit historischer Notwendigkeit, sondern um Bewegungen kollektiver Wissensformen. Diese üben Macht aus, und zwar ohne wirklich einem Plan oder Ziel zu folgen. Das ist dann deutlich gegen den Marxismus. Nicht nur Ökonomie und schon gar nicht historische Notwendigkeit. Und damit wird Foucault vom französischen Marxismus zunehmend angefeindet. Für die ist er ein Reaktionär natürlich. Mit sich selbst hat Foucault allmählich Frieden gemacht. Er wird etwas gelassener, er ist auch zunehmend etabliert im Unibetrieb, durchaus erfolgreich. Aber er ist nach wie vor sehr streitbar, teilweise aggressiv. Er mobbt Kollegen, deren Leistung er nicht schätzt. Bei den Ständen ist er gefürchtet für seine unerwarteten Fragen. Seit 1960 hat er eine relativ stabile Beziehung zu Daniel Defer, Student von ihm. Und Foucault demonstriert auch hier wieder seine Konfliktbereitschaft und auch Arroganz. Er hat keine Hemmung, seinem Geliebten eine Assistenzstelle am Institut zu verschaffen. Defer ist auch an späteren Wirkstätten Foucaults dabei. Er unterstützt ihn bei seinen politischen Aktionen. Die Beziehung dauert bis zu Foucaults Tod. Sie ist aber auch nicht ohne Seitensprünge. 66 bis 68 ist er Professor in Tunis, in Tunesien, in Tunis. Er lehrt dort schwerpunktmäßig jetzt Philosophie, aber auch wieder Psychologie. Und er erlebt dort heftige Unruhen. Da haben sie meist marxistisch orientierte Studenten, die sich vergeblich gegen ein recht repressives Einparteienregime aufgelehnt haben. Und Foucault steht zwar dem marxistischen Denken distanziert gegenüber, insbesondere weil es in Tunis durchaus mit antisemitischen Tendenzen einhergeht. Er versucht aber schon, den Studenten zu helfen. Er lässt sie Flugblätter in seinem Garten drucken. Er will vor Gericht sie als Zeuge entlasten. Er hat dabei aber wenig Erfolg. Er wird selber von Polizisten in Zivil bedroht. Er wird einmal auch sogar misshandelt. Er geht dann zurück nach Frankreich. Von 68 bis 70 ist er Professor in Vincennes. Das war eine neu gegründete Universität bei Paris und er war der Fachbereichsleiter für Philosophie. Und auch da gab es damals Unruhen, das ist auch in Europa, auch in Frankreich die Zeit der Ständenunruhen. Es gibt heftige Spannungen zwischen den linken, marxistischen, maoistischen Studenten und der Regierung. Es gibt gewaltsame Zusammenstöße, die Uni ist sogar von der Schließung bedroht. Und Foucault legt sich mit beiden Seiten an. Der wirft schon mal Steine auf anrückende Polizeitruppen. Und er droht auch kommunistischen Apparatschiks mit der Eisenstange. Er sieht sich von Halbverrückten umgeben
Und er ist heilfroh, dass er nach 2 Jahren da endlich wegkommt. 1970 klappt es dann endlich, er wird Professor in Paris. Am Collège de France. Und er hat einen Lehrstuhl für Geschichte der Denksysteme. Und damit ist er am Ziel seiner Wünsche und er bleibt dort bis zu seinem Tod. Die Erfahrung dieser Unruhen hat aber Spuren bei ihm hinterlassen. Foucault wird zunehmend politisch aktiv, manchmal sogar Seite an Seite mit Sartre. Er lehnt den Marxismus zwar unverändert ab, er ist auch genervt von dessen Dominanz unter den französischen Intellektuellen, aber er sieht seinen eigenen Strukturalismus durchaus als sinnvolle Grundlage, um politischen Widerstand gegen bestehende Machtstrukturen zu leisten. Aber natürlich an sehr verschiedenen Fronten. Er setzt sich für Oppositionelle im faschistischen Spanien ein, aber der unterstützt auch Solidarność im kommunistischen Polen. In Frankreich initiiert er vor allem eine Bewegung für die Rechte von Gefängnisinsassen. Fragen des Strafvollzugs und der Haftbedingungen beschäftigen ihn besonders. Und das ist Thema seines vielleicht bekanntesten Buches Überwachen und Strafen von 1975. Der Untertitel lautet Die Geburt des Gefängnisses. Analog zu dem früheren Buch Die Geburt der Klinik. Und hier steht das Thema Macht ganz unmittelbar im Zentrum. Deshalb werden wir uns das gleich genauer anschauen. Er bereist Japan, er interessiert sich teilweise für Zen-Buddhismus. Er bereist auch oft die USA, er hält dort sehr gut besuchte Vorträge. Außerdem erlebt er in den USA völlige Offenheit mit Homosexualität. Er nimmt an der Szene teil, er geht sehr in der Freiheit auf, die dort gelebt wird. Er konsumiert auch Drogen von Marihuana bis Kokain. Er erlebt die sexuelle Freiheit als große persönliche Erleichterung, aber er hat sich höchstwahrscheinlich dort auch mit HIV infiziert. Und er ist 84 an AIDS gestorben. Er hat kein langes Siechtum durchlitten. Er hat sich einige Monate lang matt gefühlt und dann 3 Wochen im Krankenhaus zugebracht. Und er ist gestorben ausgerechnet in der Klinik, deren Geschichte er selbst in Wahnsinn und Gesellschaft analysiert hatte, in der Pariser Salpêtrière. Er ist wahrscheinlich das prominenteste AIDS-Opfer der Philosophie, wobei nicht völlig klar ist, ob er selbst wirklich wusste, dass er AIDS hatte. Sein letztes Projekt war eine mehrbändige Geschichte der Sexualität. Hier wollte er die wesentlichen Themen seines Lebens und Denkens zusammenführen, nämlich eben Macht und Sexualität. Und 3 Bände davon hat er fertiggestellt noch. Für uns besonders interessant ist dieses Werk Überwachen und Strafen von 1975. Das ist das erste Buch von ihm, das das Thema Macht eindeutig und explizit in den Vordergrund stellt. Und wie meist bei Foucault sind seine Gesprächspartner nicht namhafte Philosophen, große Denker. Die bekanntesten Namen, die darin vorkommen, sind Petrarca, Marx und Bentham. Aber auch die erscheinen nur am Rande und auch nicht mit ihren zentralen Thesen und nicht mit ihren Theorien. Foucault interessiert sich ausdrücklich nicht für die Ideengeschichte der philosophischen oder auch juristischen Theorien. Die sind für ihn nur Beiwerk, Oberflächenerscheinungen. Ihn interessiert die Geschichte der Institutionen und Praktiken, die sich in einer Gesellschaft etablieren. In denen bilden sich für ihn die maßgeblichen Wissens- und Machtformen einer Epoche ab. Und was er daher bevorzugt als Quellen heranzieht, sind Parlamentsreden, Gerichtsprotokolle, Gesetzestexte, Anstaltsanweisungen. Das sind seine Archive, die er sich in mühevoller Kleinarbeit in seinen endlosen Bibliotheksstunden erschließt und denen er eine ungeheure Detailfülle entnimmt. Foucault nennt diesen Zugang zu vergangenen Denkformen gern Archäologie. Und seine Arbeit ist deshalb zunächst einmal sozialhistorisch. Philosophisch ist dann erst seine Ordnung und Interpretation dieser Befunde. Und sein Hauptbefund lautet, im 18. und 19. Jahrhundert kommt es zu einem tiefgreifenden Wandel der Strafpraxis. Und dahinter verbirgt sich nach Foucault eine ganz neue Gestalt von Machtausübung. Wie sieht das aus? Foucault sagt, im alten Regime, also im feudalen Absolutismus, dominiert in der Strafpraxis die Leibesmarter, die Beifügung von grässlichen Qualen, die grausame Hinrichtung. Ziel dabei ist die totale Vernichtung des Verbrechers, seine Zerstörung, seine Zerfetzung. Das trifft übrigens nicht jeden Täter, ein Großteil der Kriminalität damals bleibt ungesühnt, aber wenn man einen erwischt,
wird diese Strafe exemplarisch ausgeübt und damit äußerster Brutalität. Und nach Foucault ist das kein außer sich geraten der Justiz, das ist kein sinnloser, unkontrollierter Amoklauf, wie es heute uns vielleicht erscheinen mag. Vielmehr erkennt Foucault darin eine genau dosierte Ökonomie der Macht. Es gibt feste Regeln und strenge Rituale. Der Souverän sieht seine Macht durch das Verbrechen in Frage gestellt und er muss seine Überlegenheit am Körper des Verbrechers in der Marter sichtbar machen. Der Gerichtsprozess ist dabei typischerweise geheim, der findet im Verborgenen statt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Wahrheit ist damit zunächst Privileg der Verfolgung. Diese hat sich allerdings in der Beweisführung an feste Vorgaben zu halten. Insbesondere die Folter erfolgt nach ganz bestimmten Vorschriften. Die Strafvollstreckung hingegen ist öffentlich. Das ist ein groß angelegtes Schauspiel vor den Augen des Volkes. Und das soll die Wahrheit des Verbrechens am gequälten Körper zeigen und zugleich die Macht des Souveräns an diesem Körper demonstrieren. Und das erfolgt ebenfalls nach festen Regeln. Hierzu ein Zitat. Die Marter hat sich in die Gerichtspraxis so tief eingefressen, weil sie Wahrheitsbeweis und Machtvollzug ist. Sie kehrt das Verbrechen gegen den sichtbaren Körper des Verbrechers und wiederholt es an ihm. In ein und demselben Schrecken macht sie das Verbrechen kund und zunichte. Den Körper des Verurteilten macht sie zum Ort der souveränen Rache, der offenbarten Macht und der Asymmetrie der Kräfte. Wie wir später sehen werden, bleibt der Bezug Wahrheit-Macht im Herzen aller Strafmechanismen, unter anderen Formen und mit anderen Wirkungen bis heute. In der Marter lodert die Grässlichkeit des Verbrechens auf. In der Züchtigung wird die Wahrheit des Verbrechens sichtbar. In der Strafe wird die Wirklichkeit des Verbrechens endgültig erwiesen. Die Grässlichkeit des Verbrechens ist aber auch die gewaltsame Herausforderung an den Souverän, die durch seinen übermächtigen Gegenschlag an Grässlichkeit überboten, besiegt und vernichtet wird. Darum spielt die Grausamkeit der Marter eine doppelte Rolle. Einerseits Spiegelbild des Verbrechens, andererseits seine Übermächtigung. Sie ist in einem Durchbruch der Wahrheit und Durchbruch der Macht, feierlicher Abschluss der Ermittlung und festlicher Triumph des Souveräns. Das aber hat sich verändert. Im neuen Regime, das heißt in der bürgerlichen Gesellschaft, dominiert in der Strafpraxis plötzlich die Zeitplanung. Die Unterwerfung unter ein akribisches Zeitregime, die minutiöse Tagesplanung. Ziel jetzt ist die weitestmögliche Disziplinierung des Delinquenten, seine Erziehung, seine Wiedereingliederung. Es gibt Strafkolonien mit bis ins Detail geregelten Zeitvorgaben. Es gibt Besserungsanstalten mit bis auf die Minute vorgeschriebenem Stundenplan für die Insassen. Und die entsprechenden Strafreformen, die von diesem alten Regime zum neuen geführt haben, im 18. und 19. Jahrhundert, geben meist philanthropische, humanistische Motive vor. Aber nach Foucault realisieren sie letztlich nur eine verfeinerte, umfassendere Strafpraxis, in der es um eine neue Form von Macht geht. Hintergrund dafür ist nach Foucault eine Veränderung des Verbrechens. Früher war das Problem Verschwörung oder sogar Mord am Souverän. Inzwischen ist das Hauptproblem Diebstahl und Betrug am Bürgertum. Und deshalb entwickelt nach Foucault das Bürgertum eine neue Ökonomie der Macht. Jetzt ist nicht mehr das Ziel die exemplarische Vernichtung zur eigenen Machtdemonstration, nur in einigen Fällen, sondern die umfassende Disziplinierung zur eigenen Besitzsicherung, in allen Fällen. Damit verändern sich auch Prozess und Strafvollzug auf bezeichnende Weise. Früher war der Prozess heimlich und die Strafe öffentlich. Jetzt wird es umgekehrt. Jetzt ist die Prozessführung öffentlich. Das Unrecht muss für alle sichtbar und ohne Willkür festgestellt werden. Die Strafe muss für alle erkennbar dem Besserungszweck angemessen sein. Die Machtbeziehung wird dadurch wieder eine Wissensbeziehung.
Verbrechen und Verbrecher werden von Fachleuten und Gutachtern bewertet, um sicherzustellen, dass die Strafe genau den angezielten Effekt erreicht. Dafür ist jetzt der Strafvollzug geheim. Das ist interessant. Anfangs wurde eigentlich die öffentliche Zwangsarbeit als Besserungsinstrument favorisiert. Man dachte, Erziehung, Resozialisation des Täters bekommen wir eher dann, wenn der Verbrecher seine Tat im öffentlichen Raum gegenüber einer zuschauenden Gesellschaft verbüßt. Aber bald setzt sich dann doch das Gefängnis als Strafvollzugsform durch. Denn hier kann diese perfekte Überwachung realisiert werden, die man zur gewünschten Disziplinierung braucht. Zur Abrichtung, zur Dressur. Und auch hier geht es weiter um Wissensanhäufung. Auch während der Haft wird der Verbrecher permanent beobachtet. Es werden Dossiers von ihm angelegt. Es werden Gutachten zu ihm angefertigt, um ihn kontinuierlich einzustufen und gezielt disziplinieren zu können. Auch hierzu ein Zitat. Das Bedeutendste ist, dass die Bildung eines Wissens von den Individuen diese Kontrolle und Umformung des Verhaltens begleitet. Gleichzeitig mit dem Verurteilten selbst erhält die Verwaltung einen Bericht über das Verbrechen, über die Umstände, unter denen es begangen wurde, eine Zusammenfassung des Verhörs, Notizen über das Benehmen des Angeklagten vor und nach der Urteilsverkündung. Und die ganze Haftzeit hindurch wird er beobachtet werden. Man wird sein Verhalten Tag für Tag registrieren. Und die Inspektoren müssen sich darüber informieren, was geschehen ist, müssen vom Verhalten jedes Sträflings Kenntnis nehmen. Diese Kenntnis der Individuen, die kontinuierlich auf den neuesten Stand gebracht wird, macht es möglich, die Individuen innerhalb des Gefängnisses weniger aufgrund ihrer Verbrechen, als vielmehr entsprechend ihren gezeigten Charakteren zu verteilen. So organisiert sich ein individualisierendes Wissen, das sich nicht so sehr auf das begangene Verbrechen bezieht, jedenfalls nicht auf das Verbrechen als isolierte Tatsache, sondern auf die mögliche Gefährlichkeit eines Individuums, die sich in seinem täglich beobachteten Verhalten zeigt. Das Gefängnis funktioniert als ein Wissensapparat. In beiden Fällen besteht nach Foucault also ein enger Zusammenhang von Macht und Wissen. Im alten Regime geht es um die Wahrheit des Verbrechens. Die wird im geheimen Prozess durch das Gericht erhoben und sie wird in der öffentlichen Strafe an seinem Körper sichtbar gemacht, um hiermit die Macht des Souveräns zu demonstrieren. Im neuen Regime geht es um die Erkenntnis des Verbrechers. Diese muss im jetzt öffentlichen Prozess als ein Fachwissen erbracht werden und sie muss die jetzt geheime Strafe im Gefängnis begleiten, damit der Delinquent der Disziplinierung unterworfen wird. Diese neue Machtform, Disziplinierung, erfasst nach Foucault aber die Gesamtheit der Gesellschaft. Sie herrscht zunächst, wie gesehen, im Strafvollzug. Für Gefängnisse besonders charakteristisch ist dabei das Konzept des Panoptikums. Das ist eine Architektur, in der die Zellen kreisförmig um einen zentralen Turm angeordnet sind. Die Zellen sind einsehbar, und die Insassen können daher durchgehend vom Turm aus überwacht werden. Selbst wenn sie de facto gerade mal nicht überwacht werden, werden sie sich zumindest überwacht fühlen und sich entsprechend verhalten. Die Architektur bewirkt somit, dass der Insasse selbst die Beobachtung verinnerlicht. Das war ein Vorschlag von Jeremy Bentham, einem der wenigen bekannteren Philosophen, die Foucault überhaupt zitiert. Aber eben nicht für seine philosophischen Theorien, sondern für dieses konkrete Gefängnisprojekt. Und für Bentham war das natürlich ein Vorschlag zur humaneren Gestaltung des Strafvollzugs. Für Foucault ist das ein Beispiel für extreme Disziplinierung durch maximale Überwachung. Und nach Foucault war das typisch für die damalige Zeit. Und tatsächlich wurden solche Gefängnisse im 19. Jahrhundert in Frankreich und den USA gebaut und betrieben. Diese Fotos finden Sie. Die Disziplinierung betrifft aber auch andere gesellschaftliche Bereiche. Im Militär kommt der Drill auf. Es gibt plötzlich minutiöse Vorschriften, in welchen Schritten man ein Gewehr auf- oder absetzen muss. Kasernen und Feldlager werden streng symmetrisch angelegt, um Übersicht und Ordnung zu erreichen. Auch im Schulwesen herrscht die Abrichtung.
Es gibt exakt vorgeschriebene Bewegungsabläufe, wie die Schüler sich in die Bank zu setzen haben, wie sie Griffel und Tafel hervorzuholen haben, welche Körperhaltungen sie beim Schreiben einzunehmen haben. Auch die Schularchitektur wird kasernenhaft in dieser Zeit. Fabriken erfordern wegen des Maschineneinsatzes die gleiche Art von Bewegungsdressur. Die Arbeitsplätze werden dabei so angelegt, dass sie jederzeit überwacht werden können. In den Spitälern werden die Patienten nach festen Ablaufplänen untersucht und versorgt. Sie werden ebenfalls permanent überwacht. Die Räumlichkeiten werden exakt symmetrisch angelegt. Die Bettenanordnung wird genau vorgeschrieben. Es gibt sogar Pläne, Spitäler in Form eines Panoptikums zu bauen. Überall werden die Körper bis ins Detail zum Gegenstand der Disziplinierung. Die Individuen müssen Bewegungsabfolgen nach vorgeschriebenen Programmen einüben. Und sie werden zu Überwachungszwecken in feste Parzellen im Raum angeordnet. Alles Erscheinungen, die es so vorher nicht gab. Und uns erscheinen sie vielleicht als irgendwie bizarre Anekdoten, als kleine Ausrutscher in dieser Zeit. Vor allen Dingen Auswüchse des napoleonischen Frankreich vielleicht. Aber nach Foucault sind sie bezeichnend für das gesamte 18. und 19. Jahrhundert und sie sind teilweise wirksam bis heute. Und damit hat für ihn Macht eine neue Gestalt angenommen. Sie besteht nicht mehr in der brachialen, exemplarischen Vernichtung des Verbrechers durch den Souverän, sondern sie wohnt in diesen zahllosen, minutiösen Formen der Disziplinierung in der Gesellschaft. Foucault spricht deshalb von einer Mikrophysik der Macht. Sie kommt nicht von oben, sondern sie ist allgegenwärtig. Und sie hat dabei zwei wesentliche Eigenschaften. Und mit denen unterscheidet sich Foucault letztlich stark von Habermas, aber auch von Luhmann. Erstens, diese Macht geht immer Hand in Hand mit Wissen. Macht über Individuen wird erworben und ausgeübt, indem man Kenntnisse über sie sammelt und sie in Kategorien einordnet. Macht wird gewonnen durch permanente Überwachung und ständige Prüfung. In Gefängnissen, Kasernen, Schulen, Fabriken, Spitälern. Die dort gesammelten Informationen dienen als Grundlage der jeweiligen Disziplinierungsmaßnahmen, der Strafen oder der Übungen. Und bereits die Einstufung in ein Begriffsschema selbst ist nach Foucault eine Form von Machtausübung. Schon Individuen zu klassifizieren, zu rubrizieren, als schuldig oder tauglich, als fähig oder krank, heißt nach Foucault, sich ihrer zu bemächtigen, sie sich zu unterwerfen. Das ist ein Akt der Beherrschung, der Normierung. Das ist der Kern von Foucaults Begriff von Macht. Und schauen Sie, dieser enge Zusammenhang von Macht und Wissen ist mit Luhmann nicht verträglich. Bei Luhmann ist Wissen Sache der Wissenschaft und deren Medium ist die Wahrheit. Macht hingegen ist Sache der Politik und die funktioniert über Befehl und Gehorsam. Und beides hat nicht viel miteinander zu tun. Wissenschaft und Politik sind bei Luhmann verschiedene Funktionssysteme. Wahrheit und Macht sind verschiedene Kommunikationsmedien. Bei Foucault hingegen sind sie eng verbunden. Bei Foucault sind Wissensformen Machtformen. Sie beherrschen die Menschen, sie dienen der Normierung. Natürlich sind diese Wissensformen zudem diskursive Erscheinungen. Die Kategorien, in die Individuen eingeteilt werden, die Begriffe, mit denen Menschen erfasst werden, sind Diskurselemente. Diese Diskurse durchziehen das Alltagsverständnis ebenso wie die Fachwissenschaften. Sie legen fest, was zu einer gewissen Zeit überhaupt debattierbar und artikulierbar ist. Und damit hat Diskurs bei Foucault einen ganz anderen Stellenwert als bei Habermas. Bei Habermas ist der Diskurs der herrschaftsfreie Raum einer kooperativen Wahrheitssuche. Es ist der kommunikative Ort, an dem Ansprüche frei geäußert und unparteilich auf ihre Geltung geprüft werden können. Und damit dient nach Habermas gerade der Kritik von Macht. Der Diskurs ermöglicht die Emanzipation von überkommener Herrschaft. Er lässt nur den zwanglosen Zwang des besseren Arguments zu. Und das genauer auszuleuchten ist dann das, was Habermas Diskurstheorie nennt. Bei Foucault ist Diskurs die jeweilige Tiefenstruktur der aktuellen Wissensformen. Es ist die fundamentale Strömung, in der sich die momentanen Denkgestalten ausbilden
und die gegenwärtige Epoche beherrschen. Und damit ist bei Foucault der Diskurs selber eine Form von Macht. Denn er legt fest, was überhaupt gedacht und gesagt werden kann. Und das genauer zu untersuchen, ist das, was Foucault dann Diskursanalyse nennt. Also die beiden Begriffe Diskurstheorie und Diskursanalyse, denen sieht man nicht sofort an, dass sie Verschiedenes bezeichnen. Die könnten auch sehr Ähnliches bezeichnen, aber die stehen in diesen unterschiedlichen Traditionslinien. Diskurstheorie ist das, was ein Habermas macht. Das ist der Diskurs, die herrschaftsfreie Kommunikation, die Geltung erzeugen kann, die Macht kritisieren kann. Diskursanalyse ist der Begriff in der Foucault'schen Traditionslinie. Da geht es um die tiefen Strukturen unseres Denkens, um die Begriffe, denen wir nicht entgehen können, um diese Machtformen. Zweitens, diese Macht lebt bei Foucault nicht in den Individuen, sondern in den Strukturen. Sie ist nicht irgendwie in einzelnen Menschen beheimatet, sondern in den allgemeinen Praktiken. Die Überwachung wohnt bereits der Architektur inne. Die Strafe folgt festen Anweisungen. Die Prüfung beruht auf starren Regeln. Die Wissensformen haben ein anonymes Dasein. Die Schemata sind etwas Überpersönliches. Die Kategorien führen ein Eigenleben. Die Individuen sind nicht die Beherrscher, sondern eher die Produkte dieser Strukturen. Die sind nicht die Akteure, sondern letztlich die Resultate solcher Disziplinierung. Das ist der Grundtenor eben des Strukturalismus. Nicht das Individuum steht im Zentrum, sondern die Struktur, die anonyme Struktur. Dieser Vorrang der Strukturen vor den Individuen ist natürlich unverträglich mit Habermas. Bei Habermas sind die Individuen die Akteure. Das sind die Diskursführenden. Die bringen als Staatsbürger im Diskurs ihre persönlichen Überzeugungen ein. Sie generieren als Teilnehmer am Diskurs die moralischen Normen. Das ist eben die Perspektive der Diskurstheorie. Bei Foucault hingegen sind die Strukturen die Akteure. Insbesondere gilt das für die Diskursstrukturen. Die Diskurse in ihrer überpersönlichen Bewegung beherrschen das Denken. Die Diskurse mit ihren sprachlichen Schemata bewirken die Normierung. Das ist eben das Thema von Diskursanalyse. Eben diese Diskursstrukturen durchdringen aber nach Foucault die gesamte Gesellschaft. Ihre Machtgestalten, ihre Wissensformen sind allgegenwärtig. Sie wohnen in den Gefängnissen, aber sie wohnen auch in den Kasernen, in den Schulen, in den Fabriken, in den Spitälern. Und deshalb ist das Phänomen der Macht bei Foucault anders zu verstehen als bei Luhmann. Bei Luhmann ist die Macht ein Medium. Und in diesem Medium kommuniziert lediglich ein bestimmtes Funktionssystem. Macht ist eine spezielle Sprache und die wird nur im politischen System benutzt. Bei Foucault hingegen ist Macht die Disziplinierung und die ist in sämtlichen Strukturen gegenwärtig. Die prägt nicht nur ein spezielles Teilsystem, sie erfasst die gesamte Gesellschaft. Damit sehen Sie, die Machtbegriffe von Luhmann und Foucault sind sehr unterschiedlich. Sie sind beide sehr weit gespannt, insbesondere erscheinen sie viel weiter als ältere Machtverständnisse. Macht ist eben nicht nur die unmittelbare Zwangsgewalt, vor allen Dingen der staatlichen Institutionen. Macht ist ein allgemeines Kommunikationsmedium nach Luhmann oder ein allgegenwärtiges Disziplinieren nach Foucault. Dennoch kann man sich hier fragen, ob auch diese Machtkonzepte vielleicht immer noch etwas beschränkt sind, ob sie vielleicht immer noch nicht das ganze Spektrum von Power to und Power over ausschöpfen. Vielleicht sind sie in mancher Hinsicht sogar enger als einige frühere Ansätze, indem sie nämlich Macht doch letztlich immer als Herrschaftsmacht, als Potestas konzipieren, nicht als Überzeugungsmacht, als Auctoritas. Macht bei Luhmann ist ein Kommunikationsmedium, das aber wesentlich auf die Möglichkeit von Sanktionen bezogen ist. Macht ist bei Luhmann letztlich immer Drohmacht. Sie besteht letztlich in der Fähigkeit, physische Gewalt auszuüben. Macht bei Foucault besteht wesentlich im Disziplinieren, im Normieren. Es geht immer um das Beschneiden von Delinquenz, um das Verhindern von Abweichung, um das Beherrschen, das Unterordnen. Das passt beides gut zu Potestas. Es hat aber möglicherweise nicht viel oder fast gar nichts mit Auctoritas zu tun. Das ist etwas überraschend, damit wären auch diese modernen Ansätze
enger als Ciceros Unterscheidung. Das ist vielleicht legitim, weil man sagen könnte, die Machtformen, um die es Luhmann und Foucault geht, die sind heutzutage die vorherrschenden und die dringlicheren. Aber ganz zufriedenstellend ist es vielleicht auch nicht. Vielleicht verfehlen sogar die Machtgestalten, die gerade heute besonders wichtig werden. Uns beunruhigt ja zum Beispiel die Macht des Marktes. Oder uns beunruhigt die Macht der Medien. Und die Frage ist, ob sie diese Machtformen mit den Modellen von Luhmann oder von Foucault wirklich überzeugend in den Griff bekommen. Natürlich gibt es auf dem Markt und in den Medien Sanktionsmechanismen. Als Angehörige eines Marktunternehmens, als Angestellter eines Medienprinzips kann man sich Befehl und Gehorsam ausgesetzt finden und Sanktionen an den Hals bekommen. Ebenso mögen Markt und Medien zuweilen Normierungseffekte haben. Marktmechanismen und Medienerscheinungen führen manchmal zu Uniformierung, zur Vereinheitlichung. Aber die Frage ist schon, ob sie damit das eigentliche Wesen von Markt und Medien erfassen können. In ihren Hauptgestalten haben, glaube ich, Markt und Medien nicht viel mit Befehl und Gehorsam zu tun und in der Regel untergraben sie eher Uniformierung und Vereinheitlichung. Und vielleicht muss man dann auch ihre Macht woanders suchen. Das heißt, wenn wir derzeit spüren, dass Markt und Medien Macht über uns ausüben und wenn wir darüber beunruhigt sind, dann sollten wir sie sicherlich nicht mit der üblichen Staatsmacht verwechseln, aber vielleicht auch nicht mit Luhmanns Sanktionsmacht und auch nicht mit Foucaults Normierungsmacht. Damit schließe ich diese Vorlesung, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit während des Semesters und alles Gute.